Gut. Dann haben wir hier mal weitergespielt. Ja. Ja. Wir sind. Das zählt von 2016 weiter mit. Das ist echt interessant. Naja, was machen wir jetzt noch? Wir müssen unsere Schulden in den Griff kriegen. Naja. Momentan haben wir noch keine Schulden. Aber wir könnten bald welche kriegen. So gehört sich's doch, oder? Den ganzen Müll einfach in den erstbesten Fluss schütten. Ja. Ach Leute, es ist ganz einfach auszudrücken, wie wir das natürlich alle finden. Nice. Okay. Okay. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich okay sage, an dieses Video denken, wo der eine Typ so okay sagt. Leute, ich könnte es euch jetzt mal einblenden. Hoffentlich vergesse ich nicht drauf. Okay. Ach, wird das lustig, wieder der Bildschnitt von dem Video. Vierhundertvierzig Loans, Taxes, Garbage, Healthcare. Okay. Texas.
So, jetzt können wir schauen. Jetzt sind wir auf alle Fälle positiv. Und jetzt gehe ich mal zu den Regionsdingern. Denn wir haben noch ein paar Grundstücke einzuteilen. Naja. Läuft eigentlich gut momentan. Aber natürlich auch mit der Bevölkerung wachsen die Probleme. Allgemein auch in Richtung Gesundheit. Gut. Jetzt haben wir etwas in Richtung Gesundheit gemacht. Ich würde es gerne halt so machen, dass das da so eher so die Wohngegend ist. Und hier drüben ist dann alles auf Industrie gepolt. Mehr oder weniger. Gut. So kriegt man doch voll schnell Kohle, oder? Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass wir die ja
auch ans Netz anbinden müssen. Ah. 900 Einwohner. Ich darf nicht auf die Leertaste kommen. Es ist halt so bei Cities Skylines als gesamtes Spiel erinnert ein bisschen an SimCity. Na, der Unterschied: Cities Skylines ist halt einfach geiler. Gut. Ich weiß nicht, wie das... Gut. Ach, unsere Stadt ist einfach schön. Ich genieße das irgendwie, wenn man sich so hier hineinstellt in die Stadt. Es ist halt irrsinnig schön. Und auch wie viele Einwohner wir kriegen. Oh, momentan eine riesen, also eine wirkliche riesen Nachfrage an Wohngebieten.